Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres GTA Online Let's Plays. Ich bin Rick Tardin, ihr Shop für Black Games 4U. Wir sind hier bei Trevors Wohnwagen, weil ich zuvor eine Mission gemacht hatte. Aber wir starten auch gleich in die nächste. Und zwar wird das wieder was Zufälliges sein. Bin schon sehr gespannt. Na, komm. Bisschen Action, bisschen Fun. Ich wette zu 60%, also okay, ich wette, dass es ein Rennen wird. Ha, ich hab's doch gewusst. Es gibt nichts, was öfter gemacht wird als Rennen. Hier habe ich das Gefühl. Sportwagen, okay. Kann ich mit leben. Okay, aufholen geht irgendwie nicht. Oh, komm, kommen noch zwei Leute, gut. Und mal wieder das klassische Kanal frontal. Oh, der ist aber schnell beigetreten. Na, kommt schon die anderen beiden. Da sind wir wenigstens voll. Da gibt es wieder ordentlich Kohle, weil je voller die Lobby, desto mehr Geld gibt's, ja. Eine Runde nur. Warum nur eine Runde? So affig. Was ich jetzt übrigens in den Tipps gelesen habe, wenn ihr längere Zeit nicht spielt, werden eure Skills schlechter. Sitzung wird gestartet, okay. Supersportwagen sind es sogar, nicht nur Sportwagen. Habe ich das super unterschlagen? Also werden wir wahrscheinlich mit dem Adder fahren. Hier, Moment. Das hier ist ja wacker. Geht so. Da ist er doch. Mit dem fahren wir. Und jetzt? Wie wir die einzigen mit dem Adder sind. Und Gas. So. Oh nee, da ist noch ein Adder. Ach du Fuck. Scheiße, was geht hier ab? Die fahren, als gäbe es keinen Morgen. Kommt's mir vor. Shit, 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 shit. Okay, machen wir anders. Restart. Scheiße. Haben wir und sind auch nur Letzte, zum Glück. Wäre schlimmer, wenn wir noch weiter hinten liegen würden. Dieses Gehüpfe, das liegt. Wow, und der andere hat schon gewonnen, ey. Oder die Achtung ist auf dem ersten Platz. Total verwirrt. Das bin ich froh, dass bei echten Rennspielen nicht diese komische Checkpoint-Abgefahrerei hier läuft. Das ist schon ein bisschen nervig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also empfinde ich zumindest so. Naja, wir sind immerhin ein bisschen näher rangekommen. Hat doch nur 4 Minuten gedauert, dann machen wir gleich das nächste, würde ich behaupten. Das gibt wahrscheinlich überhaupt kein Geld, ey. Du bist Achter, juhu! Scheiß Rumgehüpfer. Oh, gibt nur 1600, das ist in Ordnung. Was für ein krasser Anzug, ey. Passt aber für jemanden, der aus den UK kommt. Für mich persönlich. Again, again. Das machen wir. Ne, nichts again. Dann gehe ich raus. Scheißdreck. Das mache ich nicht. Nochmal den Kack spielen tue ich nicht. Das ist eine Kackstrecke, finde ich. Die fahren wahrscheinlich den ganzen Tag nur im Kreis. Da in einer Runde. Und versuchen so ihre Kohle zu machen.
Finde ich affig. Macht doch gar keinen Spaß. Vor allen Dingen jetzt, wo wir da die 500.000 bekommen haben, das Geld ist doch gar nicht so wichtig. Okay, wenn du ein Auto für 1 Million haben willst, klar, kann ich nachvollziehen, aber brauche ich nicht. So, gehen wir trotzdem in den nächsten Job. Geht ja alles recht fix. Ist ja auch ein bisschen wie Schnellreise, weil man kommt ja dann immer wieder dort in die Spielwelt quasi, wo man den letzten Job gemacht hatte. Natürlich kannst du nur schwer auswählen, wo du hin willst. Und jetzt? Da hinten? Okay, was machen wir da? Überlebenskampf. Oh, habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Erstmal Radio aus. So, hier. Panzerung haben wir. Wie? Wir starten aber nicht, oder? Alter. Okay, haben wir voll. Regnet, ne? Ah, kommt noch einer. Sehr gut. Muss mindestens Level 15 sein, denn das ist diese blöde Fabrik im Nirgendwo. Nicht wirklich was zum Verstecken und so weiter und so fort. Das ist ein bisschen nervig, aber egal, das packen wir schon. Kommt noch einer? Na komm, los! Mit Zeit, dass mal ein paar neue Spielmodi oder Missionen halt reinkommen. Sonst wird es langsam langweilig. Man hat ja nur Deathmatch, Team Deathmatch, Rennen, Überlebenskampf. Und das halt in verschiedenen Variationen. Und Missionen, die im Grunde genommen auch nur Varianten sind und meistens eher so eine Art Capture the Flag darstellen. Muss hin, um was abzuholen und zu Hause, und dann wieder nach Hause bringen. Okay, gut. Wo sind unsere Mates? Da sind sie. So, Frage ist, wo verstecken wir uns am besten? Ja, ich halte hier hinten halt tatsächlich auch für eine ganz gute Position. Okay, der hat das irgendwie anders interpretiert als ich. Aber hier könnten wir vielleicht hin. Hinter diesen Mülleimer. Kommt gar keiner, ne? So viel zu dem Thema. Nee, nichts da, Mann. Sturmgewehr, ich liebe dich. Die Position hier ist eigentlich gar nicht mal schlecht, finde ich. Kommt her, Mann. Haben wir. Da geistert jetzt noch einer rum. Und ich denke, dann haben wir die erste Welle zumindest geschafft. Was hier halt ganz gut ist, du bekommst halt auch pro Abschuss deine RP. Welle 1, okay. Gut. Alle acht? Das war ja ganz ausgeglichen eigentlich.
was so die Kills angeht. Gehen wir hier mal hoch, um die Weste zu holen. Runterrutschen und wieder auf Position. So, jetzt haben wir unsere Health geholt. Hoffentlich kommen die nicht. Doch, die scheinen da voll von da zu kommen. Oh, oh. War das einer von unseren, der da abgehauen ist? Cool, dass sie Namen haben. Da ist noch einer, da müssen wir aufpassen. Von rechts kommt er gleich. Pass auf. Wo ist er? Okay, den hat er abgeballert. Den haben wir auch. Wo sind die anderen? Wir müssen nachspawnen, okay. Alter. Selber Fucker. Haben wir. Der war ein bisschen zu mutig. Haben wir auch. Den haben wir. Haben wir. Haben wir. Perfekt. Sehen wir hier noch einen? Ich glaube, der kommt gleich. Haben wir. Super. Der Dunet. Gut, bin jetzt extra hier hingegangen, damit wir näher an der Weste sind. Mir grinst, ey, geil. Jetzt müssen wir auch nur noch hier schön hochklettern, was er gerade gar nicht so wollte. Weil die Weste ist halt schon wichtig. Rutschen, rutschen, rutschen. Gehen wir mal zu den anderen. Können wir da ein bisschen helfen? Okay, die kommen von da vorne. Das ist ja auch so blöd mit Hubschraubern und so weiter unter Umständen. Muss ich sagen. Gehen wir mal so hier hin. Falls sie von hier hinten kommen. Von ich fast ausgehen werde. So, haben wir. Hier hinten, das haben wir relativ gesehen unter Kontrolle. Das ist in Ordnung soweit. Haben wir. Jetzt kommen die von hier. Da hinten kommt noch ein Auto oder was? Oh shit. Haben wir die beiden? Ja, ne? Haben wir. Drecksau. Haben wir auch. Perfekt. Oh nein. Da hinten ist gestorben. Scheiße. Sind aber nicht mehr so viele Gegner. Der hat so von seinem Kumpel abgesehen gehabt. Jetzt gehen wir wieder unsere Weste holen. 18 hat der andere abgeballert. Sehr gut. Zum Glück lebt der andere jetzt wieder. Timer läuft noch gar nicht. Das ist natürlich gut. Wie viel Munition haben wir denn? Können wir gar nicht eingeblendet. Auch gut. Gehen wir mal wieder hier hinten hin. Am besten hier so verschanzen. Weil hier können wir halt dahin schnell in Deckung gehen, für die anderen Richtungen in Deckung gehen und so weiter und so fort.
ist ganz praktisch. Ah ja. Was hast du denn da gemacht, ey? Das wäre so eine Art Schleimaal. Kommt mir die Bewegung vor. Ich mag das nicht, wenn die Leute da so rennen, ey. Nach meiner Meinung sollte man die kommen lassen, weil die ja nicht unendlich nachspawnen. Also, falls sie mir folgen können. Kommen die von hier drüben? Okay. Frage ist... Oh nein, Hubschrauber. Gucken wir mal, dass wir uns um den Hubschrauber kümmern. Ich glaube, wir haben ihn. Drecksau. Scheiße. Wie viele kommen denn da? Wieder einer gestorben gewesen. Wahrscheinlich wegen dem Hubschrauber, nehme ich an. Gerade irgendwie nicht so geil. Aber die Welle hat nicht mehr so viele Leute. Screw you, Mann. Haben wir. Okay. Meine Fresse. Und wie wir aussehen. Halb tot, ey. Komm, 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 komm. Die ist so unfair platziert, wenn man es genau nimmt. Die Weste. Scheiß drauf, jetzt müssen wir uns hier halt durchkämpfen. Nein! Selber Fucker, Mann. Klettert der jetzt über den Zaun oder was geht hier ab? Verarsche jetzt oder was? Oh Gott. Selber Timeout, Mann. Scheiße. Was macht denn unser Typ da eigentlich? Dreht sich da nur im Kreis oder was? Ah, ist egal. Jetzt ist die Sache gegessen. 4 Wellen haben wir geschafft. Oder 5. Welle haben wir erreicht sogar. 4000 gibt's. Bisschen was an RP noch. Alles klar. Würde ich aber sagen, dann machen wir einen Cut an der Stelle. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.